Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Pycnonemosaurus. Erinnert mich immer so ein bisschen an den Carnotaurus. Und ich weiß nicht, was das hier für einer ist, aber ich kann den wegschieben. Sieht sehr interessant aus. Und er hebt gerade ab. Hatte ich auch noch nie im Charaktermenü. Ich habe mich hier für die Variante mit dem Rückstoß entschieden. Ich würde nämlich gerne meine Gegner wegrammen. Deswegen heißt er auch Rambock und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Ich höre auf jeden Fall Geräusche. Es ist halt ein sehr dichter Wald, deswegen werden wir das, was da Geräusche macht, wahrscheinlich gar nicht unbedingt finden. Ja, wir haben ordentlich Fallschaden kassiert. Aber da war, glaube ich, so ein Anodontosaurus. Oder zwei Stück. Ich glaube, die wollen mich angreifen. Warum sind die so gemein? Ne, die wollen mich hauen. Ich gehe lieber. Oh Gott, ein Riesen-Croc. Macht hoffentlich nichts. Soll ich mal rangehen? Das ist ein Dino, oder? Ich glaube, der Sarko hat eine schmalere Schnauze. Ich hau ab. Ich vertraue dem nicht. Ich sammle jetzt Blumen und liefere die ab. Hauptsache hier, wo ich das abliefern muss, sitzt einfach ein... Ist dieser Hatze ist das, ne? Hatzeikopteryx oder wie der heißt. Der sitzt einfach im Baum. Aber wir müssen aufpassen. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Warum ist der so schnell? Er hat von mir abgelassen, Gott sei Dank. Ich suche mir jetzt große Beschützer. Vielleicht nehmen die mich ja auf. Doch nur beschützt werden. Bitte tut mir nichts. Was sind denn das hier überhaupt? Sind das Shanties? Oh Gott, ich habe Angst vor dem Kleinen da. Oh nein, der will mich. Hilfe! 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 Ja, ist kein guter Ort, um aufzuwachsen. Oha. Toller Spawn. Ich bin in einem dicken Schwein gespawnt. Hier ist noch was Großes gespawnt. Hey! Wollte ich nicht angreifen, es war aus Versehen. Lass mich in Frieden. Gut, dass ich hier flüchten kann durch die ganzen Tunnel und sowas.
Das ist eine fiese Gegend hier, muss ich sagen. Aber wir sollen schon wieder Blumen pflücken. Das ist in Ordnung. Ich renne jetzt erstmal hier rüber. Hauptsache weit weg von dem. So, wir sind jetzt fast ganz ausgewachsen. Und ich habe noch einige Attacken gelernt. Nämlich können wir jetzt einen Kopfstoß machen. Mit dem können wir unsere Gegner zurückhauen. Also so einen Rückstoß hat das. Dann können wir einen Ansturm machen. Der attackiert alle Gegner auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob der Knockback hat, der Angriff. Das können wir mal kurz nachgucken gemeinsam. Ja, nee, macht nur Schaden, steht hier. Na gut. Und dann haben wir noch einen Schrei. Dadurch machen wir mehr Rückstoß für 30 Sekunden. Ja, das sind jetzt eigentlich unsere finalen Kampfattacken. Und wir sind jetzt auch komplett ausgewachsen. Also jetzt geht's daran, Beute zu finden. Oh, da ist was. Ich glaube, der will uns sogar angreifen. Ich weiß ja gar nicht, ob wir den treffen können, ehrlich gesagt. Oh, wir machen doch einen Knockback mit der Attacke. Das ist gut zu wissen. Sind jetzt hier nur ein bisschen in die Enge getrieben, muss ich sagen. Aber wir können hier hinten lang. Wir nämlich keinen Knochenbruch erleiden. Aber ich will ihn auch nicht entkommen lassen. Ah, er kommt auch hinterher, das ist gut. Vielleicht mal ein bisschen aufs offene Feld gehen. Wenn wir uns wieder die Knochen brechen. Ich kann ihn auf jeden Fall zurückhauen. Ich habe leider gerade nicht so viel Ausdauer. Jetzt würde ich ein bisschen aggressiver kämpfen, glaube ich. Aber ich weiß halt, wie stark der Anodonto ist, ne? Er legt sich hin. Hat sich eine Ausdauer gegönnt. Versuchen wir hier aus dieser Klippenlandschaft rauszukommen. Ich glaube, offene Fläche ist für uns besser, weil wir schneller sind. Oh nein. Jetzt kommt hier noch was. Ein Dilo. Okay, dann sollten wir gucken, dass wir hier wegkommen. Oh nein, der hat uns die Knochen gebrochen. So ein Mist. Ich glaube, das war's mit uns. Oh Gott, der Ping ist auch am Start. 5 Sekunden ist unser Knochenbruch verheilt, aber ich glaube, bis dahin, ja, bricht uns wieder die Knochen. Der Dilo kommt. Ja, es ist fies. Wenn einmal der Knochen durch ist, haben wir ein Problem. Ich stoße ihn mal zurück. Oh, diesmal hat der Knockback nicht funktioniert. So ein Mist. Flüchte ins Wasser. Oh, der kann sogar im Wasser seine Attacke machen. Ja, okay. Aber der Dilo hätte uns eh abgestaubt, glaube ich. Ich habe mir jetzt gerade mal noch einen neuen Skin gegönnt. Der häutet sich gerade. Und ich habe den Server gewechselt, weil der, auf dem ich gespielt habe gerade, der war echt laggy. Also war ein sehr hoher Input-Lag. Das hat man auch, glaube ich, gerade beim Kämpfen so ein bisschen vielleicht gesehen. Oh, da vorne läuft ein Fleischfresser. Vielleicht kann ich den ja überraschen. Ich schleiche einfach mal in den Büschen umher. Der kommt genau auf uns zu.
Oh, krass. Entweder war der angeschlagen oder wir haben super viel Schaden gemacht. Oh, guck mal. Der ist doch noch relativ klein, oder? Vielleicht können wir den angreifen. Versuch mal meine Ability wieder auf. Oh Gott, ich häng fest. Ich renn mal weg. Ich habe schon relativ viel Leben verloren. Nein. Aber die Raptoren helfen mir. Aber ich komme, glaube ich, nicht weg. Oh, ist der stark, der Sucho. Ich muss rennen. Ich sprinte davon. Oh Gott. Krass, wie stark der war. Der wird mich abstauben. Diese Vögel sind so unfassbar aggro. Ja, was soll ich dagegen machen? Ich werde mich halt niemals hinlegen können. Oh, vielleicht ist der freundlich, der Vogel. Das wäre ja super. Okay. Never mind. Oh, da kommt was. Ein Stego. Direkt neben mir. Meint ihr, gegen den können wir kämpfen? Oh, er will freundlich machen. So nicht, mein Freundchen. Nee. Ich hoffe, der ist nicht schneller als ich. Ja, wenn wir hinterher rennen. Ich warte, bis mein Charge wieder bereit ist und dann drehen wir um. Wir rennen einfach wieder weg. Gleich ist der Charge wieder fertig. Und los geht's. Oh, ich habe daneben gemacht, glaube ich. Oder ist direkt abgebrochen. Aber ich habe ja Zeit. Ich bin jetzt geduldig. Wir haben ihn wieder weggerammt. Bleibt im Busch stehen. Oh, das klappt echt gut gegen den, weil der trifft mich dann nicht, wenn ich ihn wegramme. Der Knockback ist gerade wirklich gut. Oh, er will uns den Knochen brechen. Er ist sehr stark verwundet. Und da haben wir ihn. Das hat doch gut geklappt. Auf offener Fläche klappt das dann auch viel, viel besser, wenn der Gegner zumindest langsamer ist als ich.
Er lädt sein Biss auf. Wir müssen ja trotzdem an ihm dranbleiben, bis unser Charge wieder fertig ist. Wir haben ihn wieder erwischt. Und rennen wieder davon. Er will jetzt hinter dem Stein bleiben. Er ist fast an uns rangekommen. Er benutzt die Felsen so ein bisschen. Er will nicht, dass ich ihn angreifen kann mit meinem Charge. Deswegen versteckt er sich dahinter. Ich versuche hinter ihn zu gehen. Er bläht sein Biss auf, wir gehen weg. Und wir gehen wieder rein. Und wieder raus. Das Gefühl, er kriegt gleich irgendwie einen Kumpel oder so. Hat irgendwie andere Steps noch gehört. Irgendwas ist hier noch. Irgendwo ist noch ein anderer Saurier. Ja, das ganz genau. Da vorne. Oh nein. Ist das sein Kumpel? Nee, ist nicht sein Kumpel. Dann können wir weitermachen. Er hat sich leider jetzt ein bisschen ausgeruht. Okay, er ist low. Wir haben ihn. Der ist gerade an der Klippe. Oh mein Gott, das könnte der Jackpot sein. Ich renne hin. Hä? Es hat nicht geklappt. Wie frech. Das mit dem Knockback fühlt sich manchmal echt komisch an, muss ich sagen. Der ist schneller als wir. Das ist ein Problem. Oh, jetzt ist er weg. Was ist denn nun? Okay. Das ist noch einer von uns. Ah, wie cool. Wir haben sogar einen Jungen dabei. Einen ganz kleinen. Oh, wie süß. So ein kleiner Winzling. Ach, niedlich. Cool, jetzt haben wir eine Familie. Na, da versuchen wir natürlich drauf aufzupassen. Oh, der Hatze kommt. Will er den angreifen? Ich glaube, er will den angreifen. Ich
Der scheint AFK zu sein. Aber ist egal. Wir haben ihn erlegt. Komm her, kleiner Mann. Jetzt aber schnell, du Racker. Essen wir kalt. Hier vorne. Jetzt fressen wir alle gemeinsam. Das ist nicht schön. Oh, das Baby kriegt einen Fisch. Ach, ist das süß. Einfach ein schöner Hecht. Oh, das ist niedlich. Er freut sich richtig. Süß. Wie er es allen stolz zeigt. Das ist echt cool. Das Krokodil rettet unser kleines Baby. Na, was machst du denn da? Was gehst du denn schwimmen so weit und tief raus? Du musst doch auf dich aufpassen. Und du bist auch kein Pflanzenfresser, Mensch. Ich glaube, unser Baby spinnt. Das Baby ist kaputt. Irgendwas stimmt da nicht. Wäre wieder in das Maul von dem Krokodil. Ja, keine Ahnung, was mit dem Baby los ist. Aber heute endet das Ganze mal so ein bisschen friedlicher mit einer riesigen Party mit ganz vielen verschiedenen Dinosauriern. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.